So, da sind wir schon. Jetzt gehen wir auf Matchday. Und dann hauen wir direkt mal jetzt HSV gegen Bayern raus. So, er geht natürlich jetzt den Kader durch. Das Dumme, was heißt das Dumme? Das Gute ist, wir haben jetzt natürlich dann den Kader, der auch aktuell da stattfinden sollte, ne? Ich glaube, ich habe es auf Halbprofi eingestellt. Moment, das ist doof. Dann müssen wir, spielen wir im Champions League Trikot oder? Das ist jetzt dämlich, weil die Farben, das ist doof. Ne, warte mal, wir spielen im Standard-Trikot, dafür müssen die genau in ihrem Auswärtstrikot spielen. So. Genau, eingestellt habe ich, Moment, das seht ihr da oben, Halbprofi 6 Minuten. 6 Minuten lasse ich auch, das ist eine völlig okay, gute Zeit. Teammanagement, da schauen wir mal schnell rein. Wen haben wir denn auf dem Platz? Lewandowski ist klar, Müller dahinter, Ribéry rechts, Robben rechts, nee, links, Robben rechts. Dann haben wir Rafinha, Boateng, der Neue, Benitia, Alaba, Schweinsteiger. Okay, Schweinsteiger ist ja eigentlich verletzt. Der dürfte eigentlich gar nicht spielen. Also würde ich sagen, den tauschen wir mal aus. Gehen den Götze. Wer steht denn da? Der Lahm steht da. Da hauen wir den Lahm nach da. Und dann würde ich sagen, den Rafinha wechseln wir gegen den Alonso aus. So würde ich spielen. Was haben wir dann noch? Den Benitia würde ich gerne gegen Dante, aber der ist eigentlich okay, den lassen wir drin, der ist neu, der Junge, der soll sich mal ruhig bewähren. So würde ich sagen, spielen wir mit der Aufstellung. Ziemlich offensiv, würde ich sagen, aber ist okay. Ja, das ist okay. So würde ich es lassen. Genau. So, dann würde ich sagen, starten wir mal. Das dürfte jetzt eigentlich. Ne, Moment. Ach so, ja, B raus. So, da haben wir die Aufstellung. Aha. Ist die jetzt auch übernommen worden, oder? So komisch aus. Alonso, Götze, alles klar, ist übernommen. Gut, fangen wir direkt an. Also, ihr könnt schon mal Tipps abgeben, wie es aussehen wird, ob wir jetzt den HSV weghauen oder nicht. Also, ich bin natürlich klar, dass wir die weghauen. So, das ist auch neu. Mal schauen, kriegen wir das hin. Na, durch den Reifen haben wir natürlich nicht geschafft, aber das will er natürlich gerne haben. Machen wir noch einen. Au, der war zu schwach. Da hat der Lewandowski zu schwach gedrückt. Der war auch zu schwach. Na, da willst du es mal cool machen. Und dann muss es doch mit der Brechstange machen. Und, na, kein Fläschchen getroffen. So, das ist eigentlich, das kriegen wir hin. Man sollte nicht den Mund zu voll nehmen. Da klatscht die in die Bande. Okay, den kriegen wir noch. Komm, den kriegen wir. Ja, sieht gut aus. Scheiße, doch nicht, oder? Komm, einen haben wir noch. Bäm! Der war natürlich zu hart, weil ich draus war. So, sieht der gut aus? Der sieht gut aus. Jawoll, passt doch. So, dann haben wir schon mal das erste kleine Minispielchen abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel rein. Keiner meiner Freunde hat schon ein Ding abgegeben. Okay, naja, ist egal. So, ich muss das immer wieder sagen, was mich am meisten ankotzt, Leute, ohne Scheiß. Das begleitet mich jetzt seit FIFA X, keine Ahnung. Der Adler im Tor. Oh, das geht direkt. Ich habe nichts gedrückt, Freunde. Der hat direkt weitergemacht. Na gut. Starten wir direkt mal rein. Ich bin ja ein Freund der offensiven Einstellung. Deswegen werde ich jetzt direkt mal totalen Angriff wählen. Ja, der Robben hier, der hat es ein bisschen schwer gegen. Ui, da haben wir direkt den ersten Ballverlust. Uncool. Holen wir uns aber wieder. Genau so sollte das sein. Und dann lassen wir den Robben direkt mal durchstarten. Schön ausgequetscht. So, einmal hier. Da sind wir nicht dran vorbeigekommen. Also mit dem rechten Stick können wir ja, je nach, ach, da laufen sie sich beide gegenüber in den Haufen, ey. Mit dem rechten Stick können wir ja so ein paar Tricks machen. Oh, der zieht jetzt gleich rein, Metten. Dann wirft da rein, super. Können wir ja so ein paar Tricks machen. Da habe ich mal, ah, sauber der Manuel. Aber eigentlich ein Pfostentreffer, Lattentreffer. Aber, so, der Robben läuft. Komm, gib Gummi, Junge. Wenn der einmal im Pfad ist, ah, scheiße. Naja, gehen wir schon mal hin. Ja, gerade mal die 8. Minute da, haben wir noch ein bisschen Zeit. Sauber Kopfball gewonnen. Nicht schwer, die Bayern-Spieler sind ja alle recht groß. So, Ribéry am Ball. Jetzt müssen wir hier direkt mal durchdribbeln. Dann ziehen wir den mal schön links rein und dann schauen wir mal, was passiert. Und. Ja, kam nicht an, schade. Ah, okay. Der Mackie schreibt mir gerade, Spielstandanzeige sieht man nicht durch meinen Banner. Das müssen wir dann irgendwann mal ändern. Ich werde den Banner dann gleich mal verschieben. Machen wir eine kurze Pause gleich, dann in der Halbzeit verschiebe ich das mal eben. So, machen wir erstmal den Freistoß. Ah, okay.
Schade, dass der Toni nicht mehr bei den Bayern ist. Der war eigentlich. Und? Drin ist er. Abseits, ne? Jo, war abseits, oder? Ja, war abseits. Schade, schade, schade. Zu früh gestartet. Aber geiles Ding. Damit es realistisch bleibt, sagt der Frittenfett 1 zu 5. Ah, geile Sache. Genau, das verschieben wir gleich, Mickey, mach mal. Danke für den Hinweis. Also den Banner verschiebe ich gleich, damit er dann in den nächsten Spielen oder auch nach der Halbzeit das Ergebnis besser sieht. So, das war jetzt schlecht. Komm, 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 Durchmüller! Ja, schade. Ist er hängen geblieben, aber kriegen wir schon noch, da machen wir schon mal was. Oh, 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 oh. Ich mag dieses Reinrutschen, das finde ich irgendwie cool. Wenn du es richtig timen kannst, ist das eine geile Sache. So, Boateng, was macht der eigentlich da vorne, Alter? Oh, oh, oh. Jawoll, drinne. Hat er abgelost. Schön an der Seite vorbei. Sauber. So, wer war das jetzt eigentlich? War das der Lewandowski? Weil der freut sich da so. War das? Jetzt schon wieder. Wieder kein Tor. Abseits. Ach komm, Alter. Schon wieder abseits? Moment. Ja, okay. Ja, weil der dann aktiv. Ja, ja, ich weiß. Junge, schon zwei Abseitstore. Ist ja nicht wahr. Warum ist der Boateng da vorne? Komm, immer, zieh mal ab. Oh, oh, voll gegen den Pfosten, Alter. Hammerhart. So, müssen wir erstmal den Ball wiederholen. Uiuiui, das hätte ins Auge gehen können. So, dann müssen wir den nächsten Verteidiger ranziehen. Sauber. Bisschen weggepölt, aber läuft. So. Also 1 zu 5. Das ist natürlich eine hohe Nummer. Vergesst nicht, ich spiele hier auf Halbprofi. So, Ball haben wir. Jetzt ab dafür. Was macht der Boateng da vorne, Alter? Der als Stürmer? Naja gut, lassen wir mal drauf zimmern. Und Ribéry. Oh. Ribéry im Nachschuss. Leider nur an den Pfosten an der Seite. Na gut. Aber wir nähern uns langsam mit Sicherheit den 1-0. Komm schon. Adler, lass dir nicht so viel Zeit, Jung. Wir essen zeitig. Die Freunde im Chat werden auch ungeduldig. So, schöner Doppelpass. Der kam auch noch an. So, jetzt lassen wir den Müller mal abziehen. Na, schade. Na gut, aber was der Boateng da vorne macht, das verstehe ich noch nicht ganz. Ja, hab den doch da gar nicht hingestellt. Warte mal, Freunde. Wollen wir ganz kurz checken. Wieso hab ich denn den Boateng da so? Ach so, der ist so offensiv eingestellt. Okay. Na gut. Zwei Bälle im Spiel. Das finde ich auch cool. Habt ihr das gesehen? Das ist jetzt bei 15, ist das neu. Die Spieler, wenn die... Oh, der Götze. Lass mal den Götze mal reintribbeln. So, einmal dran vorbei. Guck. Schauen wir mal, ob der ankommt. Der kommt an. Und... Also die Torhüter lassen ziemlich viel abprallen, habe ich auch gemerkt in letzter Zeit, bei der Demo schon. Finde ich auch gut, weil, ich sag mal, viele, das können ja nicht alles treffen. Schnell weg damit. Sehr schön. Schöner Hackentrick. Ah, da hängen wir uns fest. Der Robben hängen geblieben. Was mir halt aufgefallen ist, dass jetzt bei dem Einwurf gehen die Spieler direkt dahin, holen sich den Ball selber wieder hoch und so. Das finde ich cool gemacht, muss man ganz klar sagen. Oh, Müller lässt den Ball liegen. Und, Lewandowski. Schön in den Lauf, kommt da nicht ran. Was macht der Boateng da so weit vorne? Alter Schwede. Ribéry, komm, den kriegst du. Ah, hat er nicht bekommen. Schade drum. Genau, was ist da los? Das frage ich mich auch gerade. So, dann tun wir mal schön an Müller. Müller läuft jetzt in den Strafraum. Ja, wird nicht gefault. Hätte ja sein können, weil der Müller fällt eigentlich nicht so schnell. So, komm mal dabei. Hol dir mal schnell den Ball, wirft ihn wieder rein. Schön zum Ribéry beim Monsieur abliefern. Genau. So, der Müller. Müller muss den noch unter Kontrolle kriegen. Ich finde das so geil, Alter. Der macht so Aktionen. Ja, wieder aus. Alter, der HSV hat echt Schiss. Er hat Schiss. So, wieder zur Ribéry. Abliefern. Was war das? Alter, ey. HSV ist echt drauf, du. So, mal hier zum Götze. Oh, 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 oh. Da hat sich Ribéry den Ball klauen lassen. Der holt er sich natürlich wieder. Sehr schön. Ab zu Götze. Götze hoch rein und... Kopf. Na, da kommt er nicht dahinter. Ja gut, der Robben ist jetzt auch nicht für den Kopfball bekannt. Alter. Oder nicht so. Der Lahm ist ja jetzt auch kein Riese. Aber holen wir uns den Ball einfach mal weg. Sauber der Alonso. Ja, der Marcel Jansen. Der wirft bestimmt hier rüber zu dem. Ja. Hatte ich mir. Okay, haben wir den Ball schon? Ab zu Robben. Okay, aus. Komm,
hol dir mal schnell den Ball. Du hast leider keinen Einfluss, wenn das aus ist, dann hast du keinen Einfluss auf den Ball. Dann kannst du wirklich nicht viel machen. So, ab durch die Mitte. Sollen wir den Robben mal abziehen lassen? Ach, scheiß drauf, komm. Oh, abgefälscht. Also die Bälle werden sehr oft abgefälscht. Das habe ich auch schon in der Demo bemerkt. Habe ich auch ein bisschen getestet. Ach komm, den Ball haben wir. Schade, läuft er natürlich schön in den Lauf rein. Zieht da mal den Ball her. Soll es denn echt so hart erkämpfen? Ab zum Neuer. So, der beste Libero aller Zeiten hier. Zack, hoch raus. Okay, haben wir nicht gekriegt. Na, der HSV wieder hier. Ja, der HSV kriegt im eigenen Stadion keine Bälle, finde ich witzig. So von den Balljungs da. Komm, Lahm, einfach mal dazwischen. Oh, 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 oh. Alter, was macht der da, Junge? Kann aber nicht sein. Oh, 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 jetzt ist er vorbei. Jetzt muss er aufpassen. Schön an die Außenseite. Gott sei Dank nur die Außenseite. So, Manuel, komm, das Ding direkt raus. Ab darüber. Wir haben ja nämlich ein bisschen was vor. So, den kriegt der Boateng. Alter, was macht der Boateng da vorne? Ach, schade. Ist heftig so. Das habe ich gar nicht eingestellt. Na gut. So, der Robben wirft dann mal zum Boateng. Ja, was soll das? Boateng da vorne, da komm ich immer nicht klar, ey. So, schön sauber der Alonso. Ab. Durch die Mitte, genau, kriegt der Boateng. Gut, Boateng als Stürmer, aber trotzdem abseits. Schon hart. Harte Nummer. Stadion habe ich so noch gar nicht geachtet. Mackie ist ein guter Punkt, da sollten wir gleich mal drauf achten. Gut, das ist jetzt für uns ein Auswärtsspiel. Wenn wir jetzt hier eine Bude schießen, dann wird da nicht so viel sein. Werden die nicht so ausrasten. Alter, der HSV hat nur Schiss. Die ganze Zeit den Ball am Auswerfen. Rüber. So, wir sollten mal über die Ribéry-Seite gehen. Vielleicht geht da ein bisschen mehr. Haben wir schon Halbzeit? Dann leck mir am Arsch. Wird hier 0-0? Ist ja... ja. So. Ganz kurz mal hier. Ich lasse das mal im Hintergrund laufen. Ich werde mir gerade den Banner verschieben. Das ist ja doof, wenn ihr den die ganze Zeit sehen müsst. So, ich hoffe, jetzt kackt die Software nicht ab. Oh, ich kann den Banner gar nicht verschieben, sehe ich gerade. Kann ihn nur kleiner machen und dann müssen wir mal schauen, ob das was bringt. So. Speichern. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das was gebracht hat mit dem Banner. Schauen wir mal, weil ich kann ihn da nicht auf die rechte Seite schieben. Gucken wir gleich mal. So, ich würde sagen, machen wir erstmal weiter. Und dann gucken wir mal, was der Boateng da vorne soll. Das verstehe ich nämlich gar nicht. Deswegen... Okay, was haben wir? 52 haben die Ballbesitz. Wir haben wesentlich mehr Schüsse aufs Tor. Ja, gut, da ging natürlich mehr. So, was macht der Boateng da vorne, Alter? Der ist doch gar nicht so... Der ist hinterm Alonso. Seltsam. Findet er nicht auch? Naja, so. Da vorne, oder besser gesagt im Mittelfeld. Na gut, Götze kann man lassen. Da vorne ist mit so wenig los, ey. Da müssen wir mal schauen. Wir machen mal weiter. Müssen wir mal gucken, ob das mit dem Banner so passt. HSV hat Anstoß und den Ball haben wir. So, jetzt gehen wir direkt mal... Oh, da kommt der Lewandowski natürlich nicht vorbei. Warum pfeift er ab? Was war da los? Ah, jetzt kommt hier sogar noch Werbung. Nächstes Spiel für den HSV ist dann am Mittwoch. Oh, interessant. Ah, so sehe ich gerade. Banner passt jetzt. Das ist schön. Okay, jetzt haben wir einen Freistoß. Jetzt gibt es da die neue Sache. Und zwar könnt ihr durch Drücken des RS... Moment, geht das hier auch? RS zum Empfänger wechseln, genau. Wenn ihr jetzt RS drückt, könnt ihr einen Spieler bestimmen, wo der Ball hingehen soll. Und dann einfach mal den Ball fordern. So, das sieht gut aus. Das klappt sogar. Ah, das ist aber noch nicht so meins. Da muss ich noch ein bisschen üben dran. Aber das funktioniert ziemlich gut mit dieser RS-Einstellung. Ich weiß nicht, ob das in 14 auch schon drin war. Ich meine nicht, weil... So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier mit Alaba und Ribéry was über die linke Seite gerissen kriegen. Ribéry ist schon mal an dem Hanseaten vorbei. Jetzt schieben wir den mal rüber. Ja, natürlich war da nichts. Schade. Aber wir haben Einwurf. Das ist immer gut. Komm, Philipp, hol mal den Ball. Mach mal ein bisschen hin. Wir haben hier keine Zeit. Ab zu Robben. Robben geht natürlich dann in die Mitte. Und jetzt mal schön mit links abziehen.
Am. Da ist er drin. So muss das sein. Endlich das verdiente Ding. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall im Kasten. Da hinten die Bayern-Fans sind am Feiern. Das sieht schön aus. Man hört natürlich vom Stadion her, es ist nicht so viel los. Ich denke mal, wenn wir zu Hause spielen, dann geht da mit Sicherheit mehr. Schön oben in das Eck rein hat der Adler. Oh, den hätte er eigentlich haben können. So fest platziert war er jetzt nicht. Das war jetzt eigentlich, naja. Aber auf jeden Fall schönes Ding, Hauptsache drin. So, dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, mit RS, mit dem Stick könnt ihr die Spieler wählen. Je nachdem, wie ihr natürlich in eurer Controller-Config das natürlich eingestellt habt. Also ich habe das natürlich so. Der Müller, der ist immer so ein Wusler, Alter. Finde ich voll geil. Da kam jetzt nicht ran. So, schön. Ah, hängen geblieben. Woll. Sauber der Alonso. So, direkt den Ball wieder nach vorne bringen. Moment, Moment, Moment. Da ist ja nichts los. Jetzt ist was los. So. Was macht der Boateng da, Alter? So. Ribéry. Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Alter Falter. Und ich habe den Ball noch schön reingelenkt. Junge, Junge, Junge. Pfosten, 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 sage ich nur. Alaba ist ziemlich schnell. So. Das. Ah, okay. Bleiben wir mal lieber weg. Nächsten Spielzug abwarten. Und dann brauchen wir nämlich keine gelbe Karte zu kriegen. So, jetzt haben wir uns den Ball geholt. Sauber. Die Jungs haben sie gut abgelatscht. So, komm, Alaba. Gib mal Gummi. Genau. Sehr schön. So, dann lassen wir den Jungen mal ziehen. Dann kann er gleich an den Robert abgeben. Wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das denke. Und Robert zieht ab und schön reingenickt. Jawohl, mit dem Köpfchen noch nachgesetzt. Schönes Ding. Läuft, würde ich sagen. Und mal ganz kurz auf den Chat einzugehen. Mach mal was. Angeschnittene Schüsse außerhalb des 16ers. Ja, Demo voll overpowered. Ja, werde ich gleich mal testen. German Bang Bang Boy. Ah, okay. Ja, genau, ich habe EA Access, deswegen kann ich halt Vollversion 6 Stunden zocken. Genau, so ein Außerhalbschuss. Ja, jetzt haben wir 2-0, gutes Puffer. Da können wir das mal machen. Jetzt gleich mal mit dem, am besten nehmen wir dafür den Müller oder den Götze. Oh, 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 Alter. Gib mal den Ball. Na gut, versuchen wir es, sobald wir den Ball haben. Jetzt aber. So. Schlecht, schlecht, schlecht. Ganz schlecht. Weg damit. Philipp kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Das würde ich aber höchst bezweifeln. Ah, du kriegst den nicht an mir vorbei, Freund. So nicht, Junge. So nicht, sagt der Onkel Hans. So. Ab nach vorne. Ups. Hängen geblieben. Komm, kriege ich mal da rein. So, genau. Und jetzt ab zum Ribéry. Oder okay, Lewandowski. So, außerhalb des 16ers wollte er sehen. Dann machen wir mal einen. Ah, er war jetzt nur ein bisschen verzogen, weil der nach rechts außen ging. Okay, Van der Vaart geht runter. Ja, gut, haben wir auch nicht viel gesehen von dem. Sonst ruhig mal weghauen. Van der Vaart runter, das gucken wir uns mal eben an. Also das finde ich auch gut, dass jetzt so die Auswechselspieler da so ein bisschen gezeigt werden. Was mir noch fehlt, und das sollte in FIFA 16 vielleicht mal so ein bisschen Augenmerk oder Augenmerk draufgelegt werden seitens EA, bringt bitte mal die einzelnen Trainer noch so ein bisschen ins Spiel. Ich meine, klar, muss jetzt nicht jeder sein, ihr macht ja auch nicht jeden Spieler detailgetreu. Deswegen, aber so, na, Manuel, häschte doch mal. Achso, okay, war eh aus. Das wäre noch eine coole Sache. So wenigstens die Top, ich sag mal, 10 der einzelnen Ligen, die halt eh immer oben abhängen. Kann man das ruhig mal einbinden, finde ich. Oh, oh, oh. Schnell den Ball zurückholen. Alaba hat gelb bekommen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, Ribéry. Oh, 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 oh. Na, da kommt der Lewandowski nicht mehr dran. Nee. Hätten wir vielleicht selber ziehen sollen. Aber okay. Ich wollte jetzt nochmal so einen Abschuss machen außerhalb des 16ers. Das kann der Götze eigentlich auch gut. Müssen wir nur mal gucken, dass wir da rankommen. So. Und. Ah. War jetzt nichts, weil den habe ich nicht angedreht bekommen. Er war schon unterwegs, als ich abgezogen habe. Ja, sah auch ganz gut aus. Schön verdeckt die Sicht. Er läuft. So,
Schauen wir mal, ob wir noch einen reinkriegen bei den Hanseaten. Wer ist das? Das ist der Götze, der kann das auch. Ah, der war zu verdreht. Das ist mit dem Stick immer so ein bisschen schwierig. Adler, lass dir nicht so viel Zeit. Also ich wollte den Hanseaten jetzt natürlich kein Tor mehr schenken, deswegen, ich bleibe aber auf der offensiven Seite. Da steht die Viererkette was höher von den Bayern. So, lass mal nochmal abziehen. Boateng soll mal ruhig draufziehen. Ah, der war jetzt angedreht. Der sollte nämlich so nach oben links rein. Aber wie ihr gesehen habt, der war jetzt nicht unbedingt direkt im Tor, also uiuiui, komm schon. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir den nochmal nach vorne kriegen, den Ball. So, Boateng läuft an. Den kriegt aber der Robben. Der zieht ihn direkt nach innen und schön Kopfball. Komm, Ribéry, zieh mal. Ach, schade, lief er ihm direkt von dem Ball. Wäre natürlich jetzt ein geiles Ding gewesen, wenn der Ribéry den weggezogen hätte. So, den Ball haben wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir den an den Ribéry... okay. Also Eckball für uns. Jetzt kann ich euch das nochmal zeigen mit dem RS. Das ist ziemlich cool. So. Ah, da war nochmal der Schuss vom Götze. Ja. So, Alaba tritt die Ecke. Ist natürlich auch sehr realistisch. So, jetzt gehen wir das mit dem RS. Jetzt können wir hier... Der Ribéry als Kopfballungeheuer wäre natürlich doof. Deswegen machen wir mal zum Lewandowski. Und der... Na, da ist zu viel los. Da ist zu viel los. Da geht gar nichts. So, das sind mir jetzt auch zu viele. Deswegen mal zurück zu Manuel, damit der auch ein bisschen was zu tun kriegt. Damit der hier nicht nur Kaffee säuft. Ne? Der hat ja nicht nur den Kaffee... Becher in der Hand zu haben. Ja, Moment. Das wird jetzt gefährlich. Da müssen wir reingrätschen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schön, der Manuel. Ha! Dann kriegt er das leere Tor nicht rein. Ey. Schön. Musste ich jetzt gerade mit X den Manuel rausholen, weil sonst wäre das wahrscheinlich ins Auge gegangen. Und der Jansen war es. Schön, wie die mittlerweile teilgetreu hinbekommen haben. In der 87. haut er jetzt einen raus. Wisst ihr was, da gehen wir auch mal hin, da machen wir auch. Dann bringen wir mal, wen bringen wir denn? Finde ich jetzt auch cool und leichter gemacht für die Leute, die es nicht so können. Da kann man jetzt hier Y drücken auf dem jeweiligen Spieler und dann sieht man, empfohlene Spieler, Schweinsteiger für Lewandowski. Also Leute, bitte, wir holen den Pizza rein. So, genau, machen wir weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den Wechsel vom Pizza, der den direkt auch noch bringt. So, jetzt auf jeden Fall der Jansen ist raus. Schauen wir mal. Ja, da kommt der Pizarro auf den Platz. Schöne Sache. So, das finde ich auch cool, ne, wenn ihr jetzt mal auf das T-Shirt vom Neuer guckt. Ich werde jetzt mal einen kleinen Abschluss machen. Warte mal. Ob ich es euch so zeigen kann. Kann man nicht zeigen, schade. Okay, dann lassen wir das mal. Versuche jetzt nochmal mit dem Boateng einen Waldschuss angetreten. Oh, da hat der Boateng sich verletzt. Das ist auch eine geile Sache. Gibt es, glaube ich, schon seit FIFA 14. Jetzt hat der sich natürlich verletzt. Robben, jetzt müssen wir den erstmal rausnehmen. Das bringt sonst nichts. Okay, der Schiri unterbricht sowieso. Boateng, da kommt er wieder. Der ist aber verletzt, der muss raus. Boateng ist auf jeden Fall verletzt. Gut, ob wir den jetzt die letzte Minute oder was es da noch gibt, rausholen oder nicht. Ich glaube, das gibt so oder so nichts mehr. Würde ich sagen, bringen wir den Dante für. Das passt eigentlich ganz gut. Boateng verletzt ist natürlich scheiße. Muss man ganz klar so sehen. Ist natürlich kacke. Aber so ist das halt. Kommt der. So, Dante im Spiel für Boateng. Ich wollte eigentlich nicht wechseln, weil das hätte jetzt eigentlich nicht so viel gebracht. Aber okay. Na, kommst du an Philipp vorbei? Kommst du nicht? Kommst du nicht? So. Gucken wir mal, dass wir den Ball direkt nach vorne bringen. So, Ribéry direkt mal anspielen. Jetzt wollte ich da so an dem vorbei dribbeln. Hat der linke Stick versagt, der rechte. Oh, schön abgefangen, der Dante. Ja, okay. Da ist das Spiel vorbei. 2-0. Eigentlich ganz passabel. Und das sollte soweit passen. So, was haben wir hier im Chat? Okay.
Ja. Also ich sehe schon, der Mackie richtet das da schon im Chat für mich. So, Chat, dann entscheidet mal, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir ein bisschen Erfolg freigeschaltet? Also wie ihr seht, ich habe hier noch nichts gemacht oder so. Mackie hat nur, okay, WhatsApp ist soweit klar. Ich bedanke mich auch für die neuen Abonnenten, die da jetzt bei Twitch folgen. Gerne auch mal bei Facebook und bei YouTube reinschauen. Und dann auch nicht nur bei mir. Also der Mackie zum Beispiel, der spielt NHL und NBA. Ab und zu wird es wahrscheinlich auch mal wieder einen Livestream geben, wenn ich dann mit dem Mackie wieder FIFA zocke oder so. Da müssen wir mal schauen. Hier nochmal das geile Ding, die Bude von Boateng. Geiles Ding. Und ja. So. Ach, ist cool mit den Emotionen und so. Finde ich schon geil, auf jeden Fall. Und so, Mackie, was stimmt wirklich nicht? Was meinst du jetzt? Das ist ja mal zeitverzögert. Was meinst du mit stimmt wirklich nicht? Beenden. Ja, wollen wir beenden. Die Partie 2-0. Also schauen wir mal, ob es dann so ausgeht. Wenn es denn so ausgeht, hoffe ich, dass wir dann da irgendeinen Gewinner haben, der dann da so ein bisschen, ja, vielleicht die ein oder andere Mark. Naja, Mark gibt es nicht mehr. Euro gewinnen konnte mit dem Tipp 2-0. Mein Tipp.